Platz in der Mitte, was sagst du? Du, ja, hast du recht. Ja, sagt er ja. Wahnsinn. Naja, ein Platz für den kleinen Stadtstreicher, hätte ich gesagt. Ah, so schaut's aus. Es ist ja schon lange an der Zeit, bei meinen bisher über 180 Folgen, dass ich endlich mal eine der ganz großen Wiener Kultbands euch, meinen Sehern, präsentieren kann. Und wer jetzt mit Thomas Schreiber und Toni Matosic noch nichts anfangen kann, dem ist bald nicht mehr zu helfen, denn sie sind die Leadsänger von Monty Beton. Und es ist eine der absolut besten Wiener, wenn nicht österreichweit, Bands, die ich mittlerweile kennengelernt habe. Und ich freue mich schon riesig, dass ich heute bei euch hier zuhören und filmen und den Leuten euer tolles Programm präsentieren kann. Danke sehr dafür. Dankeschön. Danke, Thomas. Danke, Toni. Danke dir. Monty Beton, da war doch was. Da war einiges. Irgend so eine britische Komikertruppe. Ja. Ich weiß, die Frage habt ihr schon 100 Mal gestellt. Alles gut, alles gut. Always look on the bright side of life. Das ist einer der Titel dieser wunderbaren Komikertruppe, die in den 70er Jahren ja absolut wunderbares Unwesen getrieben hat im Fernsehen, im englischen Fernsehen, ist dann zu uns rübergeschwappt. Wunderbare Kinofilme, man kennt Monty Pythons Flying Circus auf der ganzen Welt und auch Toni und mich hat diese Komikertruppe entsprechend berührt. Und dann, wann war denn das, Toni? War das 87 oder was? Immer gesagt haben. Ich fürchte, also berührt haben sie uns schon vorher, ja. Aber wir waren damals in einer Suchphase, in einer Phase des sich Entwickelns. Wir waren damals eher noch eine Raupe, der Schmetterling war noch nicht so zum Erkennen und wir waren auf der Suche nach einem geeigneten Namen für die Band und wir haben viele Namen schon gehabt. Benefit, Countdown, genau. DCB Band haben wir geheißen, die ersten Jahre unseres Tuns, Anfang der 80er Jahre und glaube ab 86 oder 87 haben wir dann gesagt, Monty Beton. Und das war eine ein bisschen absoffene Geschichte eigentlich. Ja. Nach 10 Mal so lebt das Brian im Erika-Kino auf der Kaiserstraße. Nach 10 Mal, glaube ich, haben wir dann beim dritten Bier gesagt, heißt Monty Beton. Und ein Freund von uns hat immer die Namen verdreht. Der hat zum Beispiel statt Billy Idol immer gesagt, Billy Burenheidel. Und über den Schmäh sind wir zu Monty Python, Monty Beton gekommen. Und der Name hat einfach Qualität. Das muss man mal sagen. Ihr habt ein, glaube ich, so breit gestreutes Repertoire wie kaum eine Band in Österreich. Wenn ich mir anschaue, ihr habt in diesem Jahr alleine 30 Auftritte noch in verschiedensten Locations und ihr spielt, glaube ich, quer durch, gerade aber habt ihr nicht am Programm. Wollten wir auch schon machen. Also, diese Vielseitigkeit, Wie hat sich das ergeben? Die
Die Vielseitigkeit ist sehr einfach zu erklären, weil sie ist ein Spiegel unserer eigenen Interessen. Wir sind nicht nur auf einen Künstler fixiert. Es gibt schon Schwerpunkte. Also bei mir zum Beispiel, für mich ist es der absolute King, der Elvis Presley. Ja. Beim Toni sind es total die Beatles. Und das ist ein wunderbarer Nährboden für alle anderen Bands und für alle anderen Musikrichtungen, die wir heute gerne spielen. Und so kommt es einfach. Ich sage da ganz ehrlich, und die Toni jetzt genauso, wenn ich jetzt da ein-, zweimal dasselbe Programm spiele, ja, das reicht mir vollkommen. Da freue ich mich schon dann, wenn wieder ein ganz anderes Programm ist und dann wieder anders. Die Abwechslung. Wir lieben die Abwechslung. Das ist es. Hey, you got to hide your love away. Ja, auch, sagen wir mal, prominente Gastsänger immer wieder. Wer reiht sich denn da bei euch so ein? Na, es gibt mittlerweile nur mehr einen, weil der ist so mächtig, dass kein anderer mehr einen Platz kriegt. Aber es hat sich tatsächlich entwickelt. Ja. Wir hatten viele, viele liebe Gäste aus der Musikszene, die wunderbare Künstler schon lang sind in der österreichischen Musikszene. Aber die Zusammenarbeit mit Hans Krankl ist so intensiv geworden, mittlerweile fast 20 Jahre. Nächstes Jahr feiern wir übrigens 20 Jahre mit Hans. Die ist so intensiv geworden, dass fast kein Platz mehr für wen anderen ist. Also wenn wir drei auf der Bühne stehen, das ist ja, ich habe ein Glück, dass die Musiker noch einen Platz haben. Ja. Sonst waren wir wahrscheinlich eher la auf der Bühne. Von der Energie her, meine ich. Ja. Wie der Supersturm damals von Barcelona. Messi, Neymar, und Suarez. Ah, those were the days. Wirklich war. Manche Leute fahren nur im Ruhesummerland, hab keine Suhren und jeden Tag ein neues Band. Silberne Fenster und goldene Tieren, sie kommen in den Himmel und tauschen alles vier. Oh, lustige Fliegen aus zweiter Hand, an deine Wolken mit kein Blut. Lustige Fliegen, ein kleiner Hörigenschein. Wie geht's euch mit dem Meidlinger L vom Hans? Der Hans hat ja eher das Maria Hüfer L, weil er ist aus der Webgasse, dort ist er ja aufgewachsen. Heute ein Bobo-Bezirk, damals nicht. Damals hat man nicht gewusst, was ein Bobo ist. Ja. Aber der Hans, also Meidlinger L, würde ich gar nicht sagen, Thomas. Nein, alles. Schau, insgesamt ist der Hans ein Naturereignis. Das ist richtig. Nur nicht versuchen, zu sehr in die Natur eingreifen, nein, weil die ist perfekt. Ein Vulkan mit seiner Stimme. Genau. Goleador, number one. Du hast den Traum, du dein Leben voll. Weil du bist im Stein geschaffen, denn an deinem Scheu. Mit einem heutigen Programm, wo ich zu Gast sein darf, habt ihr ganz zufällig auch einen meiner absoluten Lieblinge getroffen. Super, schön. Und zwar Neil Diamond. Gott sei Dank, Neil Diamond. Der Kerl war knapp daran, sich einen Künstlernamen zu nehmen. Neil Diamond ist ja sein Taufname. Und der war knapp dran. Zwei Namen waren es. Noah Kaminski und Ice Jerry. Stell dir vor, der hätte sich Ice Jerry genannt. Ice Jerry. Das war nie was wohnen. Das glaube ich auch. Ne? Also. Aber die Musikgeschichte wollte es anders. Alles ist gut gegangen und er ist ein großartiger Künstler. Und einer jeder Künstler, wo ich noch viel drum geben würde, wenn der Toni und ich die Gelegenheit hätten, den Samen persönlich zu treffen. Ja. Einfach Servus zu sagen, Handshake und sagen, ja, you are great. Wirklich. I am a slave. Do not want to. And no one heard.
Künstlernamen wäre es aber auch nicht so gut gegangen. Möglicherweise, ja. Wobei, da gibt es viele Varianten. Wir wurden schon angesagt als Monty Python. Genau. Wir wurden schon angesagt als Monty Python. Monty Python, genau. Oder Monty Beton. Hat es cool. Alles schon gegeben. Aber in Wirklichkeit ist es einfach Monty Beton. So schaut's aus. It's got a beautiful sound. It's got a beautiful beat. Sing and dance and it don't.